Ja, hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und ich habe es ja schon in der Vergangenheit mal angekündigt, jetzt will ich mir mal diese Shark Tanks mal genauer vorstellen. Nachdem wir sie ja hier verlost haben, beziehungsweise ich, geht's jetzt rund und wir schauen uns mal einen dieser Panzer in dieser sehr stimmigen Garage mal an, anlässlich zu Halloween. Deswegen fange ich auch jetzt hier an, sonst würde ich ja direkt aus dem Spiel heraus rausgehen. Aber ich finde es einfach sehr lustig hier mit dieser Spinne, mit diesen flackernden TV-Leinwänden, den Disco-Kugeln, ansonsten hier diesem Friedhof, diesem Hexenkessel. Also sehr, sehr schön gemacht und dementsprechend wollte ich euch heute es einfach nochmal ganz kurz hier anteasern. Aber wie gesagt, jetzt spielen wir diesen Tier 7 Stingray. Dabei sehe ich, dass wir noch sogar hier da die ausrüsten können. Das machen wir doch noch zusammen, würde ich mal sagen. Präzision in Bewegung, Rammschaden erhöht, Beschleunigung auf Offroad-Gelände, Wannendrehung. Ja, also die Beschleunigung finde ich immer ganz nett. Und hier die Präzision. Dann, was will der Olivier Vidal? Maximale verbessert, Turmdrehung beschleunigt, Zielgeschwindigkeit ist schon mal sehr schön. Das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Und ich würde sagen, die maximale Präzision nehmen wir auch. Und hier der Logan Lee, da holen wir uns... Was nehmen wir bei dem denn? Ja, auf jeden Fall Schnellfeuer. Und die zweite Fertigkeit würde ich jetzt einfach mal, ja, bevor uns hier Unsinn passiert, nehmen wir halt die gesicherte Ladung mit rein. So, jetzt habt ihr auch mal gesehen, was ich da so reinmache. Und jetzt geht's aber los und wir fahren eine Runde zusammen hier mit dem 7er Stingray Shark. Ja, und da sind wir jetzt also auch schon. Operation Saphir steht dort an. Verbündete in dem Gebiet beklagen Munitionsmangel. Die ANP hat eine unweit gelegene Waffenfabrik eingenommen. Erober sie zurück, damit wir wieder aufrüsten können. Ja, das sollten wir doch machen können. Hier mit unserem Shark Tank. Lustigerweise, hier hinten ist das so normal. Schaut die Textur so unfertig aus im Vergleich zu den anderen Seiten. Naja, jetzt schauen wir mal, was wir machen können. Erstmal müssen wir die Waffenspeicher zerstören als Nebenmission und die Waffenfabrik ist die Hauptmission. Die müssen wir besetzen. Ja, bleib doch einfach stehen. Mein Panzer ist eh viel schöner als deiner. So, der kriegt schon mal den ersten Hit gleich in die Seite. Komm doch nochmal vor. Aber ich muss hier echt aufpassen. Ich neige nämlich immer dazu, in der Regel zu schnell zu viel zu wollen. Und das klappt eher selten gut. Alles nicht so leicht zu durchschlagen. Dann schießen wir halt oben drauf. Da geht's dann doch. Und da ist er weg. Sehr schön. Den ersten Kill haben wir uns da schon mal geholt. So, und da steht der Leo sehr schön seitlich für uns. Dreht dann nochmal extra rein. Und zack, konnten wir dem nochmal einen geben. Oh, Panzerfrack. Ich lure mal hoch. Aber das, wie gesagt, ich muss den hier mit Vorsicht genießen, weil der hat eine super geile Kanone, aber der schluckt dafür auch ganz schnell den Damage. Und deswegen ist hier das alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Natürlich die Arti. Die komme ich jetzt noch nicht drauf, aber vielleicht, wenn ich mich ein bisschen umstelle. Ja, genau so. Oh, 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 aufpassen. Ja, ja, genau. Schießen schon wieder die Gegner. Da vorne ein Warrior. Arti ist gerade über uns drüber geflogen. So, der Warrior bekommt da auch schon. Dicker Damage. Jetzt schießt er Gott sei Dank nicht auf uns. Und jetzt haben wir ihn. So, ich kümmere mich mehr hier um die Nebenmission. Zack, den Hammer raus. Ah, da dachte ich, kann ich vielleicht noch drauf kommen. Aber wie man gesehen hat, hat es dann doch nicht geklappt.
So, jetzt hoffe ich mal, dass die Jungs sich da bemühen, auch für die Nebenmission. Und nicht, dass das am Ende an mir bleibt. So. Sehr gut. Ich glaube, es ist schon wieder wie immer das gleiche Spiel. Gefühlt will sich keiner den Nebenmissionen antun. Ich verstehe aber nicht, warum. Ist doch alles kein Problem in der Regel. Seitlich auf den Turm drauf. Ja, schau mich nicht so böse an. Ja, sehr gut. Schau wieder weg. Zeig mir dein Türmchen. Ja, es ist echt so. Da hinten der LRV, der da am nächsten stand, macht's nicht. Das ist einfach zum Mäusemelken. Der LRV, lass es einfach mal liegen. Na, jetzt bewegt er sich mal hin. Ha, sehr schön. Da hat sich doch das Ausbilden gelohnt. Auch da sehr schön der Hit. Und da kommt schon der feindliche Nachschub. Leo. Schau mal dahinter. Ah, da dachte ich, ich käme besser seitlich drauf, aber das hat auch nicht geklappt. Ja, da kommt jetzt einiges nachgerückt. Nee. Da wieder das alte Armored Warfare Spiel, Pixel Hunting par excellence. Da muss man halt natürlich die Weak Spots deutlich besser kennen, als das bei mir der Fall ist. Bei dem Terminator geht es nach wie vor immer ganz gut. Der mag es nicht am Turm. Oder natürlich... Ja, jetzt dreht er sich wieder so rein. Naja, sehr schön, wenn der Leo so steht. Das mag ich. So finde ich das gut. Oder natürlich mit dem Heck. Seitlich. Ja, Jungs, wenn ihr weiter so steht, dann kann ich damit auch arbeiten. Seit dem Update habe ich wieder vergessen, hier unten die Ding zu aktivieren, diese Bars. Seht es mir nach. Aber wir sehen es ja dann in der Endauswertung, was da so zusammengekommen ist. So. Ich hasse es, wenn sie mich so böse anschauen. Nein, jetzt habe ich zu weit vorgehalten. Da habe ich gedacht, es funktioniert. So. Hier erstmal immer schön in Deckung gehen. Sehr gut. Was ist denn da drüben noch? Vor uns kommt auch noch was und da der Thunderbolt. Das heißt, da gehe ich erstmal von dem einen in Deckung und hoffe, dass der einfach gerade sich nicht auf mich konzentriert. Sehr schön. Da ist er zerstört. Ah, da auf die schlechte Position geschossen. Schlechten Spot mir ausgesucht. Okay, jetzt ist meine Hitpoint Anzeige und Anzahl ganz, ganz, ganz drastisch weniger und ich habe auch nicht nachgeladen, beziehungsweise hat es aktiviert, aber habe nicht das automatische Nachladen aktiv gehabt. So, jetzt machen wir erstmal hier den Scout. Für keinen Verbündeten. Ja, ich habe gedacht, ich komme noch dran, aber nee, da hat uns der Challenger eiskalt rausgenommen. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass mir da meine Verbündeten hinten helfen, aber die wollten unbedingt diese beiden Artis scheinbar haben und haben sich jetzt hier nicht auf den Punkt konzentriert. Sehr, sehr ärgerlich. Weil es eigentlich bis dahin sehr gut lief, auch hier von den Zerstörungen, von dem Damage. Also da muss ich sagen, habe mich ganz wohl gefühlt. Sieht man auch ganz gut. Zerstörungen bis dahin Platz 2 auf jeden Fall mit 8. Und 10.100 Schaden. Ja, da kann man eigentlich sagen, war es bis dahin wirklich eine sehr solide Runde. Jetzt schauen wir mal, was mein Team so macht. Aber das sollte ja ein Sieg werden, schätze ich mal. Alles andere würde mich jetzt ehrlicherweise doch ein bisschen
verwundern. So, das war scheinbar noch nicht der letzte Panzer. So, mal schauen, ob sie jetzt in den Cap fahren. Kann natürlich sein, dass wieder irgendwo noch eine Arti steht. Das wäre durchaus möglich. Aber ich denke mal, realistisch mit dieser Leistung sollte ich mich irgendwo so auf den zweiten, dritten Platz orientieren, selbst obwohl ich jetzt zerstört worden bin. So, jetzt cappen sie auch alle zusammen. Alle drei sind jetzt im Cap, das heißt dementsprechend geht es jetzt auch fix. Und Gegner ist auch erstmal keiner zu sehen. Ich denke mal, irgendwo wird noch eine Arti rumschwirren. Aber damit sehen wir haben nicht so viel verpasst. Und hätte ich das Feldreparaturset dann genommen, falls ich es gehabt hätte, wäre es dementsprechend fast schon nutzlos gewesen. Für den einen Gegner. Wir werden die Gegend jetzt für Nachschub nutzen können. So, und da ist der Sieg. So, jetzt bin ich sehr auf die Endauswertung gespannt. Das ist natürlich immer so nach der Gradmesser für alles. Oh, ich bin sogar auf den ersten Platz gerutscht. Hab mir den Blue Star da verdient. Und den Schützen liegt wohl ziemlich wahrscheinlich am Spähschaden. Da sieht man auch, ich bin sehr, sehr solide auf den ersten Platz gerutscht. Mit 2317 Basis-XP. Und die Details sehen wie folgt aus. Und dementsprechend gab es auch noch einen schönen Multiplikator und 439.000 Credits gab es dafür diese Runde raus. Also da muss man sagen, die lief doch sehr, sehr ordentlich und eine Versorgungskiste Stahl habe ich auch mir noch rausziehen dürfen. Ja, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten, ich wünsche euch weiterhin auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.